Seit gestern Abend ist klar, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich kommt es zu einer Neuauflage der Stichwahl von 2017. Emmanuel Macron muss diesmal als Amtsinhaber in 2 Wochen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen antreten. Unser Nachbarland steht also vor einer ungewissen Zukunft. Ein Thema, das auch für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung ist. Frankreich ist einer der wichtigsten Handelspartner der deutschen Wirtschaft. Das alles belastet den Aktienmarkt ebenso wie der bange Blick nach Fernost, die Ausweitung der Corona-Pandemie in China und Lockdown in einigen wichtigen Industriestandorten hat dazu geführt, dass man fürchtet, es könne zu weiteren Versorgungsengpässen kommen und zu Lieferschwierigkeiten. Schon jetzt sind ja die Lieferketten extrem gestört. Es mangelt an vielem. Vor allen Dingen an Computerchips. Und sollte dann auch noch zu allem Überfluss ein Ölembargo gegen Russland verhängt werden, dann könnte das zusätzlich die Energiepreise befeuern, so heißt es. Alles in allem ist dies also nicht unbedingt ein Tag für Kursgewinne an der Börse. Durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel steht die Wirtschaft vor großen Herausforderungen. Und so gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch an den Aktienmärkten und in Unternehmen zunehmend an Einfluss. Im Mittelpunkt stehen dabei die sogenannten ESG-Kriterien, zu Deutsch Umwelt-, Soziales- und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Unternehmen sollen diese Kriterien berücksichtigen und auch bei Aktionärinnen und Aktionären stoßen sie somit auf immer mehr Interesse. Auf Tagesschau 24 hat die Chefin des Deutschen Aktieninstitutes, Christine Bortenlänger, erläutert, was das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien für die Unternehmen bedeuten. E für Umwelt, da kann man ganz konkrete bestimmte Ziele, wie zum Beispiel die Reduzierung des eigenen CO2-Ausstoßes oder Kreislaufwirtschaft, Recycling, solche Dinge als Ziel nehmen. Auch bei S, Förderung von Frauen, gleichwertige Bildung und all diese Dinge. G ist im Grunde genommen ein Instrument, also gute Unternehmensführung ist so etwas wie eine Versicherung. Wenn ein Unternehmen gut geführt wird, wenn es gute Aufsichtsräte gibt, Vorstände, die entsprechend überwacht werden. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren, haben sich sozusagen gute Übungen herausgebildet. Es kennt ja jeder, wenn man selbst etwas einführt, dann schafft man es meistens nicht gerne wieder ab. Deshalb ist zum Beispiel diese 2-jährige Abkühlung für ehemalige Vorstände eingeführt worden, dass sie nicht sofort in den Aufsichtsrat wechseln können. So etwas muss man sich darunter vorstellen. Also Regeln guter Unternehmensführung als Versicherung für langfristig nachhaltiges Wirtschaften. Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine für unsere Wirtschaft? Seit Wochen wird darüber diskutiert und schon jetzt sind die Folgen massiv. Die Inflationsrate ist auf Rekordniveau. Experten haben ihre Konjunkturprognosen bereits kräftig nach unten korrigiert. Und da stellt sich die Frage, was passiert erst, wenn es tatsächlich noch ein Embargo auf russisches Öl und Erdgas geben sollte? Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist entsprechend angespannt. Quer durch alle Branchen seien die Folgen von Krieg und Sanktionen schon deutlich spürbar, sagen Unternehmensverbände. Wir fahren im Moment auf eine richtige Engpasssituation hinzu, die schon auch das Potenzial von gefährlich hat. Zusätzlich zu den bisherigen Sanktionen hatte die EU letzte Woche ein Kohleembargo beschlossen. Aber die Rufe nach noch weiteren Sanktionen werden immer lauter. Ich denke, dass Maßnahmen zu Öl oder sogar Gas früher oder später auch gebraucht werden. Vor allem ein Gaslieferstopp aber würde gerade Deutschland viel stärker treffen als Russland, befürchten Bundesregierung und Unternehmen gleichermaßen. Wir würden einen Stillstand der Wirtschaft kriegen, wie wir das noch nie erlebt haben, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Auch viele Experten warnen vor einem Gasembargo, wenn auch nicht alle. Ein Alternativvorschlag? Zölle auf russisches Gas und Öl. Immerhin von dem von der Regierung geplanten Hilfspaket, das Ende der Woche vorgestellt wurde, erwarten sich Unternehmen ein wenig Entlastung. Andererseits, und das gehört mir zur Wahrheit, schöpft die Bundesregierung nicht aus, was die EU ihr eigentlich ermöglicht hätte. Wie hart es für die Unternehmen kommt, werden der Kriegsverlauf und die Politik in Brüssel und Berlin entscheiden. So oder so, wir Verbraucher müssen uns in jedem Fall auf weitere Belastungen einstellen. Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut IFO plant schon jetzt der überwiegende Teil der deutschen Unternehmen für die kommenden Monate Preisanhebungen.